Was geht, Leute? Mein Name ist Andrew Fox und heute spielen wir wieder The Mask Maker. Das ist die vierte Folge. Glodin. Da waren wir in diesem Eis, in dieser Eiswelt. Die ja auch eine Mischung aus Natur, Gras, Wiese, was auch immer in Verbindung hat. Bin mal ganz gespannt, was da jetzt noch kommt. Vor allem, wie es weitergeht, gell, Odin? Ja, Odin ist auch ganz gespannt. Jo. Also, wir sehen uns nach dem Intro. Bis gleich. Ach, fühlt sich gut an, wieder hier zu sein. Aber jetzt muss ich mich erstmal sammeln und wieder vergessen, was ich eigentlich machen wollte. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal so eine Statue, die wir beim letzten Mal gefunden haben. Finde ich ganz nice, dass es da so Collectibles gibt. Da schreit mein innerlicher Entdeckertrieb. Ist das richtig? Ihr wisst, was ich meine. Schreit danach, alles zu finden, was es zu finden gibt. Ist ja recht unordentlich hier. Also für das, dass wir jetzt schon einige Male hier waren, können wir da ein bisschen aufräumen. Ich meine, wir wohnen ja quasi hier. Mit dem Papier funktioniert das noch nicht so ganz. Bücher kommen in Bücherregal. Keine Ahnung, was das sein soll. Ach so, das gehörte da dazu, glaube ich. Wie auch immer. Machen wir noch dieses Papierstück. Und dann würde ich sagen, los geht's. In die Eiswelt zurück. So. Ja, dann kann schon mal niemand sagen, mit dem getriggert werden, dass es hier so unordentlich aussieht. Jetzt ist es keine Inkredenzien. Also, wie schick. Gesagt, die Grafik finde ich top. Also, wir nehmen wieder die blaue Maske. Dieses 3D-Art ist so nice. Okay, wir die jetzt bauen. Konnten wir die letzten Mal schon diese Mischung? Wir gehen jetzt erstmal dort rein. Genau, hier haben wir das letzte Mal aufgehört. Und dann... Ups, super süß. Dieses Ensemble zwischen Fäustlingen. 2D und 3D. Das ist die sehr interessante Welt, die ich vorhin erwähnt hatte. Man muss nicht alles immer komplett auf... Genau. Ich war auch schon letztes schon gehypt. Wegen den Farben, die Komposition gefällt mir einfach so arg. Aber ich möchte nicht wieder so lange hier rumschwalafeln, sondern einfach weiterspielen. Mal gespannt, in den nächsten Wochen wird die Vive Pro 2 kommen. Ja, ich habe sie bestellt und bin gespannt, wie der Unterschied sein wird. Soll... eine viel größere Auflösung haben, ein leichtes weiteres Field of View. Aber ich werde dazu vielleicht noch genauer was sagen, sobald sie eingetroffen ist. Aber ich bin gespannt auf jeden Fall. So, also den Dude können wir uns jetzt schnappen, weil wir sehen, hier ist die Brücke kaputt. Und man kann auch da gar nicht runter. Okay, genau, ich erinnere mich. Letztes Mal haben wir ihn noch gescannt. Und deswegen... können wir ihn jetzt erstellen. Ja, ich weiß. Ach so. Ach so. Ja, ja. Wir haben die doch hier schon. Ja, Samuel. Okay, hier in blau. Dann brauchen wir gelbe Farbe. It is not you who creates the mask, but the mask who creates you. Aha, okay. Richtig deep.
So, einmal gelb brauchen wir und wir brauchen grün. Grün macht man mit blau und gelb. So. Und blau brauchen wir, glaube ich, nicht mehr. Doch, blau brauchen wir. So. Okay, wir haben unsere drei Farben. Sieht man ja auch unten hier, welche Farben zu gebrauchen sind. Okay. So. Wir haben hier eine naturfarbene Muschel. Dann brauchen wir zwei solche Sticks, die blau sind. Dann brauchen wir Hörner. Die Hörner hatten wir gefunden, oder? Oder? Nein! Uns fehlen Hörner. Okay. Hier gibt es Hörner. Wir müssen Hörner finden. Ich dachte, die hätte ich beim letzten Mal gehabt. Okay. Also die haben wir. Diese Dinger. Hörner, Hörner, Hörner. Also die Hörner sind bestimmt unten zu finden. Aber das ist doch ein anderer Dude, oder? This was a weaver who could trade their goods for pearls from other lands. You shall have to find components from elsewhere in the realm. Okay, das ist strange. Warum haben wir schon die Maske von... Also da sind wir... sind wir viel zu weit. Okay. See those feathers? That is mountain craftsmanship, that is. Okay, dann eben anders. Das und das kommt in den Bottich. Das ist, glaube ich, wirklich ein Bottich zum Wegwerfen. Und dann haben wir... Remember, you do not bring the mask to your face. You put yourself into the mask. Ich gehe in die Maske rein, nicht die Maske geht in mich rein. Oh, scheiße. So. Und dann eine grüne Feder. Aber die Feder haben wir, ja. Das ist echt richtig gut, dass es so persistent bleibt alles. Dass es wirklich zwei Welten sind, die unabhängig voneinander agieren. Ja, finde ich gut. Und dann haben wir hier... zwei Perlen, die kommen hier unten, so als Ohrringe dran. So, let's fucking do this. Ja, das hat schon mal funktioniert. Und hier finden wir dann auch die Hörner, aber das kommt auch erst später. Das ist auch kaputt. Eine Kuh! Hallo Kuh! Arrogante Kuh. Wir müssen aber noch... So. Und wie war das mit den... Genau. Müssen wir noch... Hier meinen... Ganz nach unten. Ins nächste Reich. So. Ach, das ist... Ich finde das so nice. Mit dem Hin- und Her-Flippen. Ne, jetzt sind keine Inkredenzien. Also, wie gesagt, die Grafik finde ich top. Dieses 3D-Art ist so nice. Diese Mischung. Sie,
Space for pasture is so limited that they would create these systems of bridges to rotate their flocks and allow the fields to regrow. Complicated business. Mhm. Dieses Ensemble zwischen 2D und 3D finde ich sehr interessant. Man muss nicht alles immer komplett auf 3D machen. Sowas reicht auch vollkommen aus. Das macht es so cartoonmäßig. Und für VR nicht unbedingt negativ. Wie gesagt, ich fühle mich wohl hier. Das ist so nicht reizüberflutend, das ist einfach harmonisch und toll. Die Musik ist richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Ach so, das ist im Wechsel. Okay, habe verstanden. Oh, ist das eine Ziege? Oh, even a king must admit. Ein Pony! But this little thing seems to have lost his flock. It's cut off by the bridge system. Hey! All these herders and their bridges. But beware, Billy Gruffs are bad-tempered beasts. Stubborn as a mule, they never seem to go where they're supposed to go. I can't say I've missed these creatures since the realm grew quiet. But, oh, their soft, tough hair is a craftsman's dream. So, haben wir hier irgendwo ein Horn? Auf jeden Fall müssen wir jetzt den kleinen Süßen da zurück zu seiner Herde bringen. Hier das nächste. Nee, das macht keinen Sinn. Nee, da müssen wir. Trickreich. Okay, aber wie bringen wir den Kleinen darüber? Komm. Geh mal darüber, du. Samuel. Na? Können wir den irgendwie anlocken? Ja, wir gucken jetzt einfach mal weiter. Wir werden schon noch einen Weg finden, den kleinen Dude zurück zu deiner Herde zu bringen. Ah, ist eine Riesenkuh! Ich will zur Riesenkuh! Kommt man da nicht hoch, glaube ich? Scheinbar nicht. So viel zu entdecken. Irgendwie müssen wir den mal nach und nach. Aha, mit einer Glocke. Hier the herders sheared the hardy Billy Gruff hair for the weavers. Oh, a grimy, noisy business. But they wove everything from clothes to the kites up there in the sky. Na komm. Wer da nicht drüber? Ja, es guckt so verwirrt. Hey! You could put good use to some of those hardy Billy Gruff hairs, apprentice. Ach, die Wolle muss ich nehmen, okay. Okay, da ist unser nächster Dude, okay. Finden wir hier noch irgendetwas? Immer alles erkunden, wissen wir ja. Hier kann man hoch. Scheinbar nichts zu finden. Da kommt dann die Wolle raus, schätze ich mal. Okay, okay. Also, wir müssen jetzt irgendwie den Weg. Ja, okay. Das Tückische ist doch nur, wenn ich. Hey, Kleiner, komm!
Problem ist doch jetzt nur, wenn ich jetzt das so runter mache, ist der einzige Weg versperrt. Deswegen macht das doch überhaupt keinen Sinn. Oh Mann, wie hilflos. Genauso hilflos wie ich. Okay, überleg mal. Also ich hätte jetzt gedacht, die erste Hürde wäre schon mal, dass er RCS hier hochkommt. Wahrscheinlich muss man den ganzen Weg aufbauen. Und nicht schrittweise. A king must be able to harden his heart to his subjects' feeble entreaties. But still the bleating sound bothers me. So, wir machen das runter. Den kann man nicht nehmen. Ja, passt. Passt, passt, passt. Da haben wir einen Nav-Pass. Path. Und dann kann der Kleine kommen. Ja, da kommt er. Yeah. Komm, ja, komm. Ja, da kommt der kleine Boy. Oder Girl. So, und jetzt wirst du schön geschoren. Bist du es schon gewohnt? So, the little creature wants to go in the shearing house. Oh, no. What's happening? Gut, dass es verschlossen ist. Ich glaube, das möchte man nicht sehen, was da passiert. Es wird nicht geschlachtet. Keine Sorge, Leute. Es wird nur geschoren. Keine Panik. Ich verspreche es euch. Wollen wir gleich, wenn wir gucken, dass ihm geht's gut. Na, Kleiner. Go then, find your parents, little Billy Gruff. You have served your king well. Das ist noch ein bisschen. It seems in some cases a little haircut is no bad thing. Gut. Unsere Wolle haben wir. There, a lock of Billy Gruff hair. Billy Gruff. Und dann brauchen wir nur noch Hörner. Ich denke mal, diese Hörner brauchen wir eigentlich. Die Frage ist nur, wie kommen wir daran? Na, wir haben auch gesehen. Können wir das rausmachen? Nein. Auch gesehen, dass der nächste Dude auf uns wartet. Da werden wir jetzt auch hingehen. Das nächste haben wir. Immer wegschmeißen. Das kommt immer wieder. Ja, der macht wirklich eine Pause. So. Unsere nächste Maske. Da haben wir unsere Wolle schon eingetragen. Beziehungsweise schon in den vorgesehenen Platz eingeordnet. See the decorations on its mask? It must have had the finest, clearest voice. Okay. Wieder das schöne Tiefblau. Wir brauchen viele Federn. Die jeweils grün und gelb sind. A mask cannot be owned, only borrowed. Which, frankly, is very bad for business. Ja, true. Und dann noch einmal grün. Grün kommt hier nach vorne. Und dann kommt die schöne Wolle zum Tragen. Einmal in grün. Und normal. Oh, und dann brauchen wir noch Sticks. Da
Den normalen können wir schon unten ins Ohr dran machen. Und normal. Jawohl, ja. So, let's do this. So, fertig mit der Pause. For the Billy Graffs here. These animals were highly beloved. Also die Welt gefällt mir sehr gut. Obwohl, was sehen da meine Augen? Tierkadaver. Entweder sind die Tiere hier gestorben, weil sie nicht zur anderen Seite rüberkommen konnten, weil die Fähre kaputt war, oder ein wildes Tier hat sie gerissen. Ich hoffe, das Zweite werde ich nicht erleben. Jetzt nächste Statue. Ah! Gut, aber ich kann jetzt nicht glauben, dass wir extra diesen Dude jetzt freigeschaltet haben, nur um das jetzt zu machen. Hörner! Natürlich! Ja, natürlich, das macht Sinn. Jetzt können wir die nächste Maske machen. Und ich habe keine Ahnung, wo sie uns führt. Denn den Dude habe ich noch nicht gefunden. Ist wahrscheinlich auch so gewollt, dass man ihn eh nicht sieht, sondern er erstellt, um dann dorthin zu kommen. Würde ich jetzt sagen. Okay. Dann machen wir jetzt diese Maske. Wir haben alle Ingredienzien dafür. Jetzt bin ich gespannt, wo uns diese Maske jetzt führt. Wir haben. Ja gut, das brauchen wir auch. Das brauchen wir nicht. Das wollte ich nicht. Okay, bei den Gelb kommen unter die Ohren. Zweimal Wolle. Jeweils hier dran kommen. Eine normale Muschel. Just as a mask has an inner and outer Abständung. It can disguise you from others, but beware also from yourself. Mhm. Das sind echt philosophische und tiefgründige Tipps fürs Leben, die auch einen gewissen Wert haben, den man in die echte Welt auch übertragen kann. Wie zum Beispiel auf sich selber zu achten, nicht arrogant zu sein, auf seine Wortwahl zu achten, etc. pp. Respektvoller Umgang. Und vor allem aufzupassen, wie man sich in der Öffentlichkeit gibt, welche Form man seiner eigenen Person gibt. Ich glaube, die Masken sind auch quasi eine Metapher, dass man sich hinter Masken verstecken kann, aber trotzdem das Selbst einem immer gleich bleibt. It is an open window. It reveals. It transforms. Mhm. So, die letzten zwei. Jawohl. So, seid ihr gespannt, genauso wie ich, wo uns jetzt diese Maske hinführt? Mitte des Raumes? Okay. Let's do this. Another fragment of the ancient master's mask is in that tower. Find it for me. Aha. Wir sind also direkt vom Turm. Also haben wir ihn doch wahrscheinlich schon gescannt. Genau, ganz am Anfang. Ich vergaß. Des Weiteren haben wir eigentlich hier schon alles gemacht, würde ich sagen. Da konnten wir nicht runter, weil der Weg versperrt war. Und sonst ist hier nichts. Die letzte Pose müssen wir machen. Dann kommen wir in den Turm rein.
Once we have the three ancient masters' mask pieces, okay, they will form the base for a new grand royal mask for me. And perhaps one day for you. But tread carefully. Maybe a merciless trap lies somewhere. Eine Falle. Wie gesagt, ich traue eher dem König nicht. Als die Personen, die da innen wohnen. Okay. Hallo? Sind welche? Kann ich die scannen? Scheinbar nicht. Ziemlich tief. Die Farben gefallen mir auch. Nein, du trickst mich jetzt nicht mehr, wie letztes Mal. Ich fall nicht mehr drauf rein. Oh, es geht runter. Letztes Mal ging es hoch. Das heißt, der Turm geht in den Berg hinein. Interessant. Hallo? Hallo? Seine Maske ist zweigeteilt. Und schon wieder abgesperrt, dass ich ihn nicht scannen kann. Komisch. Hallo? Mein Name ist Arnold Fox. Ich bin hier vom Ordnungsamt, Brandschutzsicherung, etc. So, you are here at last. Face to face, or near enough. I am Sir Mask of the Mountains. Mine is the second secret law of Carnival. Know thyself and defy oblivion, lest you lose yourself in the masquerade. You have met my sibling, Mio, haven't you? Mio! Yes. Well, imagine being trapped in an old shop with him for longer than you can count as the world moves on outside and the shadows grow deeper. In any case, you have seen how the story began. Now it is time you learned how the beginning came to an end. Get close to me, take off my mask, and you will discover the truth. Ich ja. Okay. Das ist kein Annäherungsversuch, gell? Also nicht... ich möchte nur... ja. Frustrated with rules and riddles, the boy would run away pockets full, searching for what lay beneath his own mask. But the boy always returned to the shop, to the promise of learning the craft, the power to change and yet not be changed. So, you've returned once again, apprentice, the master would say. Did you find what you were looking for beneath your mask? Are you ready to create masks instead of hiding behind them? But the boy would say nothing. But try as he might, and change as he did, the boy and the old man were masked from each other. Not this year, not the next, as the boy grew up amid the masks and flattering aristocrats flocked to buy the master's wares. The boy struggled at his bench and wondered when he would be allowed to show himself. Until one night, when the boy noticed his master had left the workshop door ajar. And nein. The first time, the boy decided that he was ready. You know, das darf er gar nicht. But still have to learn to complete your apprenticeship. Go and meet our older sibling, Kabalash. His power is restored. And you can finally reach his tower. It's time to introduce yourself to the ritual. Was ist ein Ritual? Was ist ein Ritual?
Warte, wenn ich mit dem Kopf sei? Nee. Okay. Dann war es das wohl hier. Okay. Die Maske haben wir jetzt. Wir haben auch, glaube ich, alle Ingredienzien von dieser Map erforscht. Gehen noch mal kurz die anderen Maps durch. Haben wir ebenfalls. Und jetzt geht es los und wir gehen wieder zur ersten Map zurück. Denn da fehlt uns ja auch noch einiges. Da haben wir nur einen Teil erforscht. Und genau, wir haben jetzt genug Teile, um jetzt die Maske zu erstellen. Wir brauchen auf jeden Fall einmal Lila. Wir brauchen Gelb. Wir brauchen Rot. Genau. You are in the service of the mask. The riddle is to know what the mask expects from you at the moment you wear it. Immer diese tricky Fragen. Oh, Moment. Nochmal kurz aufmachen. So, Rot. Dann haben wir einmal das in Gelb und den Bambus in Lila. Und noch eine rote Muschel. Ach, und die Perle noch. Zwei Naturperlen. Nein, das ist keine Perle. Die kommen ebenfalls morgen. Okay. Sehr gut. Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, leider. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal kurz zurückgehen an den Anfang, um zu schauen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Um mich einfach auch selber zu entsinnen, wo wir das letzte Mal waren. Genau, wir haben hier die Perlen haben wir hier gefunden. Ihn hatten wir gescannt, den Dude. Genau, das passt, würde ich sagen. Kehren wir nochmal zu der Seite rüber und nutzen die verbleibende Zeit. Hier ist auch nicht schlecht. Schönes Meeresrauschen. Man könnte schon förmlich den Sand unter den Füßen spüren, wenn man genug Fantasie hat. Was ich zum Glück habe. Nur wärmer könnte es vielleicht ein bisschen sein. Ich meine, der Sommer kommt jetzt allmählich. Die Sonne scheint auch, deswegen laufe ich hier auch in Shorts rum. Aber noch sommerlich ist es immer noch nicht. Da geht's weiter. Seaweed? Oh, da, genau. Das brauchen wir. Ja, ich habe es an der Form erkannt, als ich auf der Map geschaut habe. Die Farben. Ich bin so erstaunt von den Farben. Die gefallen mir einfach bombastisch richtig gut. Muss schon sagen. Okay, dann gehen wir hier weiter. Ein bisschen Zeit haben wir noch. This part of my realm has seen better days. Once my subjects kept every corner spick and span. Wird die Statue gemacht? The world was moving, was changing beneath my hands. I only needed them to be still a moment, so I could work. Now, oh, the realm's so quiet. But at least things stay where I put them. Nee, ich glaube doch, eigentlich genug Zeit haben wir nicht. Das ist eigentlich ein guter Part für einen Cliffhanger.
gucken uns nochmal hier die Gegend an. Ein kleines Dorf. Die Frage, die ich mir stelle, hier hinten ist doch eine Statue. Ob wir... Also theoretisch, ich denke mal schon, dass ich da schon damals die Mechanik herausgefunden habe, wie man die funktioniert, dass ich die schon freigeschalten habe. Und da ist die nächste und da ist auch dahinter schon der Turm. Ja, wir kommen unserem Ziel näher, auch diese Map dann zu erzwingen, bezwingen, erklimmen, wie auch immer. Und ich würde sagen, dann machen wir hier einen Cut. Und wir sehen jetzt zur Atmat. Ich bin positiv überrascht über das Spiel, muss ich schon sagen. Und ich denke mal, jetzt beim nächsten, bei der nächsten Session, Folge 5, werden wir den dritten Turm erklimmen. Und ich denke mal dann auch die Auflösung haben, was mit dem Jungen damals passiert ist, als er hinter die Tür gegangen ist. Das wird mich jetzt schon richtig interessieren. Meine Vermutung ist, dass er der König ist. Würde ich jetzt schon sagen. Ohne zu spoilern, ist meine Vermutung. Wahrscheinlich ist es nicht so. Vielleicht auch doch. Und ich denke mal, ich werde jetzt gleich weiterspielen. Ihr müsst dann natürlich eine Woche warten. Aber so ist Leben. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Anon Fox. Ciao. Hat euch das Video gefallen? Dann lasst ein Like da und abonniert den Fuchs.